Liebe Freunde, hier ist euer Steinballen. In der nächsten Woche geht es weiter mit in 375 Jahren um die Welt, unserem IO4-Projekt. Und wir kommen so langsam, ich würde mal sagen, ins letzte Drittel dieser Geschichte. Und ich schätze, dass wir noch 3 bis 4 Nationen übernehmen können. Und insofern gilt es wieder, eine Wahl zu treffen. Ihr müsst die Wahl treffen. Und ich habe für dieses Mal 4 Nationen ausgewählt. Im Moment bin ich noch die Ming. Das war unsere letzte Station. Aber 4 neue potenzielle Länder stehen zur Verfügung. Und ich glaube, jedes von diesen hat einen ganz eigenen Reiz. Ich prophezeie schon mal, das wird eine schwere Wahl. Wir fangen mal an mit Schweden. Schweden wäre spielbar. Schweden unter König Johann IV., ein 27-jähriger Regent, ein inspirierender Anführer und leidenschaftlicher Verhandlungspartner. 2-3-5, auch ganz, ganz guter Herrscher. Und Schweden ist katholisch geblieben, wir wissen das noch. Wir waren als Kastilien mit ihm verbündet. Ja, wir haben für deren Unabhängigkeit gesorgt, in gewisser Weise. Und mit Schweden könnte man jetzt den klassischen Weg gehen, nämlich versuchen, hier zur zentralen Macht im Ostseeraum zu werden. Das passt auch sehr gut im 17. Jahrhundert. Das war vielleicht auch Schwedens große Zeit. Und insofern wäre das also der Weg, der hier einzuschlagen wäre. Wir können mal kurz auf die Religionskarte gucken. Und dann sehen wir, dass wir auch einige protestantische Gegenspieler hätten. Also hier gäbe es einiges zu tun. Natürlich Dänemark ist ein Rivale. Holland und was ist hier noch? Böhmen. Aber auch Russland wird sicher dann ein Thema sein. Also das wäre das eine. Das zweite ist, was zur Auswahl steht. Ja, ich glaube, wir hatten es schon mal, aber es ist auf jeden Fall eine interessante Möglichkeit. Khorasan. Khorasan ist ein Schahtum unter Schah Babur I. aus dem Hause der Timuriden. Und sie sind sunnitisch. Der gute Mann ist erst 20 Jahre alt und er ist ein grausamer Herrscher. Das verspricht vielleicht auch schon einiges. Und mit Khorasan hat man unglaublich viele Optionen. Wir könnten Persien gründen. Wir könnten theoretisch, wenn wir uns mit Delhi anlegen und dort viel erobern, das Mogulreich gründen. Oder wir könnten sogar das alte Timuridenreich wieder auferstehen lassen. Da gibt es also verschiedenste Möglichkeiten. Für alle Möglichkeiten muss man natürlich expandieren, ist klar. Und natürlich ist auch überhaupt die absolute Großmacht dieser Historie, dieser alternativen Geschichte, ist natürlich auch in der Nachbarschaft die Osmanen. Also Khorasan wäre eine Möglichkeit und Babur I. So, das dritte, was ich euch vorschlagen kann, ist Sachsen. Also mitten im Reich, mitten in Europa. Und der Herzog Christian I. Gödel, 022, kein unglaublich talentierter Mann und ich traue es mich kaum zu sagen, aber er ist ein sächsischer Dummschwätzer, entschuldigt bitte. Ich grüße alle Sachsen, die zuschauen. Ja, aber dennoch, er ist ein sächsischer Dummschwätzer und wir könnten protestantisch und hier ist relativ klar, wie sich das entwickeln könnte, weil wir haben im Prinzip ein mächtiges protestantisches Bündnis hier in Deutschland. Und zwar ist das ein Bündnis mit Bayern, die auch protestantisch sind, und mit Mainz. Das ist eine ganz interessante Konstellation. Die sind verbündet miteinander. Litauen ist auch noch dabei, aber ich glaube, die sind nicht protestantisch. Das ist auch egal. Und hier wäre natürlich die Herausforderung, ein Gegengewicht zu den katholischen Mächten zu sein und vor allem hier die Macht Sachsens in Norddeutschland auszubauen. Vor allem Utrecht ist, glaube ich, ein ganz großer Gegner. Und wer weiß, was sich dann daraus noch entwickelt. Also das wäre die dritte Möglichkeit. Und die vierte ist, und da weiche ich jetzt mal ein bisschen von ab von den gesetzten Regeln, aber ich glaube, das ist verkraftbar. Nämlich, ich möchte anbieten, dass wir mal eine Kolonialnation spielen. Und ich habe geguckt, welche von diesen ganzen größeren Kolonialnationen hat den jüngsten Herrscher. Und ich habe ja eigentlich gesagt, bis 38 nur. Dann würde man aber niemals eine Kolonialnation spielen können, weil so jung sind die nicht, die Gouverneure. Aber hier haben wir einen, der ist, glaube ich, akzeptabel. 38 ist der. Konsul Gomez Jiménez de Cisneros, freidenkend, und das passt auch sehr gut. Hier wäre es natürlich das Ziel, dass wir uns als kastilische Mexiko von Kastilien lossagen und eine eigene Nation hier in Amerika gründen. Das wäre sicher auch eine ganz, ganz interessante Option. Ja, also diese 4 Sachen stehen zur Wahl. Ich glaube, ich habe nicht zu viel versprochen. Eine spannende Wahl meines Erachtens. Ihr habt 2 Stimmen und ja, der Link zur Abstimmung, den findet ihr in der Videobeschreibung. Dort steht dann auch, bis wann die Deadline ist. Und dann wird es nächste Woche Freitag damit weitergehen. Ich bin gespannt,
Macht's gut, bis dann, euer Steinwalden.